Kapitel 5. Entfernte Ufer. Klingt ja... Hoffentlich ist das nicht der Ort, wo die beiden leben oder sowas. Das wäre natürlich schön, wenn die beiden Nachbarn oder sowas wären. Sie hörte einen Fluss in... was? Sie hörte einen Fluss in Männchen, hastete darauf zu. Och nö, Wasser. Sie sahen es auf der anderen Seite, doch es gab keine Brücke dorthin. Ich habe so ein ganz blödes Gefühl. Ich habe so ein blödes Gefühl, dass die Kleine noch stirbt oder sowas. Ist es nur ein Gefühl? Falls ihr schon wisst, bitte schreibt es nicht in die Kommentare oder so. Weil das wäre ein extremer Spoiler und das geht auch. Nein! Nicht zecken! Ein Schwarm kleiner Zecken drängte und hüpfte hinter dem Gitter. Wenn wir das jetzt öffnen... Bin ich denn? Ja, sie gehen sofort auf den Hund los. Okay, die verziehen sich danach da. Das ist gut für uns. Schnell, weiter. Auch ein schönes Kapitel. Okay, wir lassen... Wir werden sie erst hoch. Dann macht sie uns das Dach nämlich. Und dann lassen wir die Zecken raus. Und dann spielen wir an dem Grammophon. Ne? Eine Kombination, schöne Kombi. Was Kleines. Ah, zicke, 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 aber am Arsch! Yo! Eine kleine Zecke hat mich umgenietet, okay. Na gut, das war jetzt eigene Schuld. Okay, wir machen wieder. Na komm, mach auf. Und diesmal warten wir. Die Zecken gleich alle weg sind. So. Oh, die Kleine ist schon mal mitgekommen. Oh oh. Auch nicht du schon wieder! Und plötzlich war es wieder da. Oh, schnell da rein. Komm, Kleine. Oh, shit. Komm schon, komm schon, komm schon. Kleine. Kleine. Ich bin voller Matsche. Okay, das Viech ist aber draußen und nicht hier drinnen. Aber das hilft uns ja auch nicht viel weiter, weil wir müssen ja auch irgendwie mal weiterkommen. Ach ja, Kreis. Eieieiei.
Ich muss nach draußen. Und schon bin ich wieder allein. Na gut, ist ja nicht so tragisch, ich bin wieder sauber. Auf keinen Fall konnte sie das Tor ohne Hilfe öffnen. Ah, das heißt, ich muss jetzt einen anderen Weg da reinsuchen. Okay, da ist Exit. Ich muss irgendwie gucken. Nein! Was ist das? Er geht zur Seite. Jetzt komm. Follow me. Und danach machen wir die erstmal eine Runde sauber. Rein. Kann sie da vielleicht rein, um sich sauber zu machen? Ja, macht sie. Oh, wie damhaft. Erstmal da rein, erstmal schön baden, dann bist du wieder sauber. Eieieiei. Kleines. Komm. Die Blödheit des Gegners ausnutzen wird in diesem Spiel sehr, sehr groß geschrieben. Oh nein. Mach die... Genau, ja. Ja, mal runter, mal runter. Oh Gott, du Güte. Kleine. Oh nein. Oh nein. Schub den Wagen. Ich muss die Zecken rauslassen. Oh, ich wurde berührt. Scheiße. Ach, verdammt, ich darf die nicht berühren. Kann ich die Sequenz überspringen? Ah ja, mit Start. Ich muss jetzt aufpassen. Ach, okay, da muss ich kriechen. Oh shit! Komm schon, mach auf! Ey, ihr Zecken! Yes! Glück gehabt! Und blub. Alle abgesoffen. Gott sei Dank jetzt der Kleine gut. Meine Güte! Vielleicht können wir ja so unseren Longfinger-Ding-Dong da auch besiegen. Mit Hilfe ganz vieler Zecken oder so. Es wäre zumindest, vor ihnen erschien eine große Brücke. Ja komm, dann lass uns doch da hoch. Ah, die Kleine kommt schon hinterher. Kleine! Oh, weiß ich jetzt nicht, wo... Ach, da ist er. Okay. Komm, wir müssen unbedingt zu diesem Haus. Okay, laufe ich mal auf der anderen Seite. Hinter dem Zirkus konnten sie das kleine Haus erkennen.
Guck mal, Zirkus. Zirkus ist toll. Er wollte ja sowieso zum Zirkus, also Zirkusbesuch. Sie ging weiter, stetig ihrem Ziel entgegen. Kommst du mit runter? Weil das ist bestimmt nicht umsonst hier. Hoffentlich macht jetzt nicht die Kleine da. Ah, doch. Der Kleine darf also auch nichts passieren. Nicht bei... Sonst muss ich die Viecher gleich... Und jetzt komm! Hier lang! Hoffentlich ist jetzt noch genug Zeit. Schnell hinterher. Ich wusste, dass das hier nicht umsonst ist. Okay, sie kommt hinterher. Ob nur die Zecken da weg sind. Ja, doch, sieht gut aus. Los, komm. Mädchen Pompadour. Müssen uns ein bisschen beeilen. Ah, da geht's nicht hoch, okay. Dann wird's hier lang gehen. Oh, Kanalisation. Ich weiß nicht, ob man da durch will. Und dort sahen sie es dann. Eine Leiter führte zum Kanaleingang. Komm, hilf mir mal. Dankeschön. Oh, jetzt einfach schön hinabsteigen. Yes. Ich bin nicht stark genug. Du müsstest mir helfen. Gut, dass die Kleine da ist, sonst hätten wir gar keine Schnitte hier. So, das hier schnell rüber. So, ist eine Räuberleiter. Schöne Rätsel, muss ich sagen. Echt schön, 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 schön. Nur dieser ständige Regen, meine ich, der macht einen ein wenig depressiv. Ich möchte immer noch wissen, was das hier auf sich hat mit dem Schattenwesen und mit der Kleinen, aber das habe ich schon so oft gesagt. Aber das werden wir hoffentlich noch rausfinden. Und ich hoffe, dass es kein trauriges Ende sein wird. Um anders nach oben zu kommen, stiegen die beiden den Kanal hinab. Und mal gucken, was hier drin ist, so eine Überraschung auf uns wartet. Auf jeden Fall eine Menge Wasser. Das ist jetzt richtig eklig, weil ich sehe mich ja. Oh, oh. Matschiges Monster. Ja, Gott sei Dank werden die angezeigt. Achso, ja, okay. Dann laufen wir halt. Fuck! Komm hier hoch. Obwohl sie nicht in Sicht waren, der Bestiengeruch war überall.
Leise und vorsichtig weiter. Ah, leise und vorsichtig. Okay, hoch. Mann, jetzt sehe ich die Gegner, hier muss ich noch einen Fußschritt achten, das gibt's doch wohl nicht. Okay, es bricht nicht ein, das ist gut. Die Ziel lag außerhalb des Kanals. Na gut, das ist ja natürlich kein Thema. Wir haben ja jetzt die Leiter. Oh, endlich sieht man mal wieder was. Dort fand er eine Leiter, die zurück zur Straße führte. Nein, nicht darunter. Nicht, dass sie nach einem Fluss ersuppelt ist oder sowas. So eigentlich. Komm, da hoch, da hoch. Ich glaube, das Kapitel ist auch gleich vorbei. So allzu lange dürfte es, denke ich mal, nicht mehr sein. Das nächste Kapitel wird bestimmt der Zirkus sein. Ich meine, das Spiel hat 8 Kapitel. Hinter dem Zirkuszelt konnte man das kleine Haus sehen. Aber ich glaube nicht, dass das noch einfach wird. Obwohl, wer weiß, was dann noch passiert. Als sie sah, begann es mich voller Hoffnung, dass ihre Einsamkeit endlich ein Ende hatte. Oh, oh. Kapitel 5. Entfernte Ufer. Ende.